Und schon wieder zurück zu Horizon Zero Dawn, nachdem wir vorgestern unseren langen Marathon hatten. Mit fast 2,5 Stunden. Es tut mir echt ein bisschen leid dann auch irgendwie, weil das ist schon sehr viel. Aber dafür ist ja auch gestern die Folge ausgefallen und um den YouTube-Algorithmus muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Hab ich mir ohnehin schon lange keine Sorgen mehr gemacht, weil so lange Folgen, ne, die guckt man nicht am Stück. Das heißt, man macht die zwischendrin aus. Und YouTube denkt dann, oh, das Video ist uninteressant, das zeige ich am besten niemandem mehr. Und denkt dann gleichzeitig, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Videos von dem überhaupt irgendjemandem vorschlagen sollte, weil die brechen ja alle das Video nach einem Drittel der Zeit ab. Das ist immer so ein bisschen lange Folgen auf YouTube. YouTube begünstigt tatsächlich diesen TikTok-Trend. 30 Sekunden. Am besten ganz angucken, 30 Sekunden und dann perfekt. Aber bloß nichts länger, bloß nicht länger als eine Stunde. So rum. Das ist der Algorithmus von YouTube. Draufgeschissen. Und ja, ich sage draufgeschissen. Dann wird auch dieses Video wahrscheinlich wieder nicht angezeigt werden. Schön. Ja, egal. In diesem Sinne, willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Und ihr seht neben den 5... Da werden 1, 2, 3, 4 angezeigt. Neben den 4 Feuerklauen, die wir markiert haben, habe ich eine weitere Markierung hinzugefügt. Denn der gute Grofili hat mir eine Wegbeschreibung gegeben. Und Grofili, ich habe sie gelesen und ich glaube, ich habe sie diesmal sogar richtig interpretiert. Das ist bei mir mit Osten, Westen, Norden und Süden, ist das ja meistens nicht so einfach, ne? Aber ich glaube, die Wegbeschreibung führte uns hierhin. Und weil wir gerade dabei sind, mache ich das einfach mal und reise da einfach mal hin und gucke mal, was da auf uns wartet. Da sind wir offensichtlich, oder da bin ich offensichtlich an irgendetwas vorbeigelaufen, was vielleicht noch interessant sein könnte. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da darauf hingewiesen werde und mir gesagt wird, geh da vielleicht noch mal hin, da könnte noch was für dich sein. Och, ist das schön. Ich muss das gerade mal wertschätzen. Es ist kein Schneesturm. Die Sonne scheint. Unsere Rüstung ist grün. Ach, ist das schön. Ja. Nun gut, ich werde die heutige Folge, also je nachdem, was wir da drüben finden, werde ich die heutige Folge auch nutzen, um auf ein paar Dinge einzugehen. Hallo Fuchs! Das ist ja wie ein Omen. Grüße dich. Na? Ja, alles gut. Du hattest noch nie was von uns zu befürchten. Außer bei diesem einen Mal. Da ist aber der Grauhabicht auf den Fuchs gestürzt. Das war ich nicht. Und wir haben immer noch, ne, ich möchte das nochmal betonen. Da. Fuchs einer. Das war der Grauhabicht. Das war nicht ich. Das war der Grauhabicht. Ihr habt's alle gesehen. Okay, lass ganz bestätigen. Ich werde die heutige Folge auch ein bisschen nutzen, je nachdem, wie lang die Quest da hinten geht, um über das ein oder andere zu reden. Ich habe überlegt, da tatsächlich mal... Huch, was ist denn da los? Hier ist ja alles gleichzeitig vertreten. Ach du meine Güte. Zum Glück schleichen wir wie eine junge Göttin. Ich habe kurz überlegt, ob ich so ein Update-Video machen soll. Und dann ist mir aufgefallen, im Augenblick mache ich doch ohnehin nichts anderes außer Horizon Zero Dawn. Das heißt, jeder, der hier zuguckt, ist hier und guckt diese Folge. Und wird dann wahrscheinlich auch geupdatet werden über das, was so im Gange ist. Insofern, na, die Überlegung war, mache ich jetzt ein Update-Video heute oder mache ich eine Folge Horizon? Und dann hatte ich doch eher Bock auf Horizon als jetzt irgendwas. Verlassen. Viele tote Maschinen. Oha. Als jetzt irgendwas anderes zu spielen. Bissspuren an der Maschine? Was? Bissspuren an der Maschine? Das ist ein Banuk. Was hast du denn hier veranstaltet? Ob ich eine Geschichte zu hören kriege? Na, ich hoffe doch.
Nora, Mädchen, du bist Jägerin. Maschinenjägerin. Ich rieche sie an dir, die Öle und Fette. Oh, deine Hände sind fleckig. Darf ich an deinen Fingern riechen? Nein. Natürlich nicht. Nein, verzeih mir, mein Kopf, er ist wirr, schwer vom Metallgeschmack, vom Licht und der Prophezeiung. Träumst du von der Metallweltjägerin? So nennt ihr Nora sie doch. Die alte Welt? Ja, ja, du hast sie fast berührt. Du jagst Maschinen, nimmst Teile, nimmst Innereien, die heiligen Öle versickern. Sie versickern im Boden, verschwendet. Öffne den Mund zur Erkenntnis. Trink sie. Ich hab's getan. Ich bin Brin. Ja, sieht so aus. Was genau hat er gemacht? Hat er Maschinenöl getrunken? Diese Wunden. Fügte ein Sägezahn sie dir bei der Jagd zu? Aha, nicht irgendein Sägezahn, nicht irgendeine Jagd. Ich schlich leise durchs hohe Gras. Den Speer hielt ich schon in der Hand. Doch der Duft, der Geschmack des Bluts überkam mich. Ich sprang, rang ihn nieder, bis hinein, so nah. Meine Zähne bebten, als sie auf die Drähte stießen, aber seine Zähne siegten. Du hast Glück, dass du noch lebst. Glaube ich. Bis die Wunden heilen und zu Narben werden, kann nur mein Geist wandern. Aber ein Handel, Jägerin? Du bringst mir das Blut. Ich sage dir, was es enthüllt. Trinkst du wirklich das Blut von Maschinen? Ich kenne Geschichten von einem Stamm in einem Land, wo die Sonne nachts scheint. Sie wurden von Maschinen gesäugt. Nein, das stimmt. Sie fanden Weisheit und Kraft durch ihre Nähe. Dann enden die Geschichten. Ein ganzer Stamm verschwunden. Vielleicht sind sie ja gestorben. Maschinenblut kann nicht gesund sein. Oh, erst wurde mir schlecht. Dann kamen die Visionen, Tage und Nächte, Maschinenträume, Jägerin. Du bist Banuk. Ist das normal in eurem Stamm? Mein Stamm! Kein Stamm! Die Schamanen sagten, du trankst vom Irrsinn der Maschinengeister. Sie sagten, so sollte es niemals sein. Schleppten mich ins Eis, dort sollte ich sterben. Sagten, so sollte es sein. Kälte unendlich. Du wurdest ausgestoßen. Aber du lebst. Vielleicht. Ich weiß noch, wie die Kälte langsam eindrang. Wie Speere, die dunklen Köpfe von Langhälsen umgaben mich wie ein Kranz. Dann konnte ich wieder laufen. Zurück zum einstigen Stamm. Rückkehr bedeutet Vergebung, aber ich ging weiter. Niemand hielt mich auf. Er ist ganz schön wahnsinnig geworden, habe ich das Gefühl, über das, was passiert ist. Oder halt über das, was er getrunken hat. Diese Träume von dir. Du bist neugierig. Gut, das gibt ein langes Leben. Ich wünsche es dir. Das ist mein Segen. Jetzt sind wir verschworen. Ich erzähle sie dir von Anfang an. Alles ist Stille. Und Dunkelheit. Ich hebe die Welt auf und schäle sie. Lege ihr altes Metall wieder frei. Wie beim Häuten eines Tiers. Sie fühlt sich warm an. Warm wie die Sonne. Ich drücke sie. Ich spüre Musik. Mein Herzschlag ist der Donner erwachender Titanen. Maschinen, größer als Berge und auch stärker. Die Metallwelt ruht auf ihren Schultern. Ich weiß nicht, ob mir deine Visionen gefallen. Sie geben Antwort. Doch, auf welche Fragen? Ich muss es wissen. Ich teile. Das war interessant,
aber ich muss jetzt gehen. Reise weit, Jägerin, und vergiss nicht, das Blut ist wertvoll für mich. Ja, gute Jagd beim Schleiergrat. Wenn du einen Sägezahn schießt, bring mir sein Blut, ja? Nicht genug Metall im Regenwasser, wenn du mich fragst. Oder auch zu viel. Hat der Blei getrunken? Hat der Blei getrunken? Ich weiß es nicht. Etwas für Kenner. Brin, ein Banuk-Schamane mit einer Vorliebe für Maschinenblut, braucht neue Kostproben, um seine verstörenden Visionen auszulösen. Sammle Sägezahnblut. Das ist vergleichsweise einfach. Das ist ja direkt da drüben. Naja, gut. Puff. Der ist ein bisschen durch den Wind, habe ich das Gefühl. Aber da sind nicht nur Sägezähne, da sind auch unsere allseits Geliebten. Oh Gott. Maschine ist schnell. Oh ja, toll. Lande halt da oben. Soll mir auch recht sein. Ich wollte euch gar nichts tun, aber ich hatte keine Wahl. Achso, ich kann wieder nichts mitnehmen, ne? Ja, mein Inventar ist immer noch voll. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Das bleibt jetzt für immer so. Ich habe mir vorgenommen, irgendwann mal ein New Game Plus zu machen. Und das Ganze nochmal so für mich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. So. Wahrscheinlich wird das nicht das einzige Blut sein, das er von uns haben will, oder? Der wird wahrscheinlich immer steigende Quantitäten und Qualitäten von Blut haben wollen, die wir ihm dann besorgen müssen. Ach, das war ein Verwüster. Das war gar kein... Ach, ich bin so doof. Aber das Positive ist, wir haben jetzt eine Verwüsterwaffe. Und mit der Verwüsterwaffe können wir salopp zu den Sägezähnen rüber und können uns da ein bisschen, wenn das klappt. Ich muss aufpassen, dass die Ausrüstung und die Waffen trocken bleiben. Ach, können wir nicht. Okay. Ist hier denn keine Furt, wo wir durchwarten können, ohne nass zu werden? Hier, oder? Ja, so viel dazu. Nee, hier ist überall tiefes Wasser. Haben sie das mit Absicht gemacht, damit man hier bloß nicht die Waffe mitnehmen kann? Das ist fies. Das ist sehr fies. Oh! Nein!
nicht gereicht, um ihn einzufrieren. Jetzt aber. Nun denn, Sägezahnblut, da haben wir es. Das Blut ist wertvoll. Okay. Bringe das Blut zu Brenn. Ja, ich habe mir vorgenommen, das irgendwann nochmal im New Game Plus durchzuspielen, dann auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad und vielleicht nicht immer mit der Schleicherrüstung, sondern vielleicht auch noch ein paar andere Dinge auszuprobieren, weil einfach... Ich habe jetzt schon Sorge davor, dass wenn es irgendwann vorbei ist, ich dann diese Ecke hier auch vermissen werde. Ich weiß, wir werden auf jeden Fall noch in den verbotenen Westen gehen. Ich weiß, ich werde diese Ecke hier wahrscheinlich auch vermissen. Und hier auch das Gefühl haben, dass ich vielleicht einige Dinge hätte anders machen können oder nochmal neu erleben möchte. Unter anderem, und das ist ja eine Krux, auf die ich auch hingewiesen wurde, die Datenpunkte. Die Datenpunkte, die wir eventuell oder die wir mit Sicherheit da oben, weil ich da einfach so im Fokus war. Die Frozen Wilds Audio-Datenpunkte, da fehlen uns zwei. Bei den Textdatenpunkten fehlt uns einer und hier fehlen uns drei. Und einige davon waren unten in der Caldera. Das ärgert mich ein bisschen. Ah, Jägerin! Du hast das Blut deines Sägezahns. Ja, ich roch es schon von Weitem. Ich will's nicht bereuen. Warte hier. Es braucht Zeit und die Visionen sind stark. Gleichgültig, was du hörst, was auch schreit, du hältst dich fern. Ich bereue es jetzt schon. Vor der Zeit des Sägezahns waren die Maschinen ein einträchtiges Rudel. Metall trommelt auf Metall in gleichem Tempo zum Rand des Lichts. Das dumpfe Grollen von Stürmen, das Rudel im Lauf und dann durcheinander. Etwas ist verändert. Die große Richtung zerspringt, bricht ab wie ein toter Zweig. Sie schwanken jetzt. Als sie wieder stehen, kennen sie nur noch Gewalt. Jetzt kreischt Metall auf Metall. Ein Todestanz, gelernt in Kriegen, bevor wir selbst das Licht erblickten. Der Sägezahn, der Verwüster, sie jagen im langen Schatten von anderen. Schroffe Formen, alte Formen mit blutigen Augen. Und die Maschinen erheben sich nicht mehr wogend wie eine Gestalt, eine Urgestalt. Eine tolle Geschichte. Und was sagt sie mir? Die Bedeutung kenne ich nicht. Ich sehe sie nur. Und du sahst all das? Ja, ist das nicht ganz erstaunlich? Maschinen, die andere verrückt machen. Verderber, ihr Gift trinke ich als nächstes. Hast du eine Ahnung, was das anrichten könnte? Oh, das weißt du schon, war ja klar. Ich fand Gefallene in der Spiralschlucht. Ihr Inneres kochte durch die Hitze. Der Dampf, er war berauschend. Okay, Verderber. Was mich ein bisschen, wenn man genau hinhört, er beschreibt ja im Grunde genau die Umstände von Gaias Explosion und der darauf folgenden Korrumpierung durch Hades. Und... er beschreibt die Vorgänge relativ genau. Woher weiß er das? Er hat einfach nur Maschinenöl getrunken, mehr oder weniger. Warum? Warum weiß er das? Und warum habe ich hier keinen Schnellreisepunkt? Was soll das denn? Hier bin ich auch nicht gewesen. Was ist denn hier los? Nun. Na, Kleiner. Wir
müssen jetzt mal durch deine Kumpanen da unten durch. Nicht anhalten. Wir sind mitten in die Falle geritten. Einfach durchreiten. So. So kommen wir dann nämlich durch, ohne jetzt größeres Aufsehen zu erregen oder da wieder schleichen zu müssen. Ach ja, er will Verderberblut trinken. Und was wird ihm das offenbaren? Ups. Gute Frage. Ja, ich nutze mal die Gelegenheit, die wir hier auf Reisen sind. Und, mag diese Schlucht. Ja, und erwähne schon mal, ihr habt ja in den letzten Wochen mitbekommen, sind immer wieder Folgen ausgefallen und ich war in manchen Tagen auch nicht wirklich verfügbar, gerade im Discord. Mir auch echt leid, dass ich da in letzter Zeit nicht so viel mitlesen konnte und nicht so präsent war, wie ich das eigentlich sein möchte. Weil ich einfach teilweise echt müde war, einfach und kaputt. Das liegt auch daran, das habt ihr letzte Folge, glaube ich, am Ende habe ich das mal so ganz salopp erwähnt. Ich habe gar nicht weiter drüber nachgedacht. Als ich sagte, morgen bin ich im Büro. Ja, ich war die letzten Wochen öfter mal, das ein oder andere Mal im Büro. Also quasi auf meiner alten Arbeitsstelle. Wer länger dabei ist, weiß, ich bin eigentlich Banker. Also nicht so ein Banker, der in der Filiale steht und Leuten Kredite aufschwatzt oder so, sondern ich sitze in der Zentrale und habe da damals vor vielen, vielen Jahren war ich da im Projektmanagement tätig, Projektprozessmanagement, und bin ja damals dann erkrankt und habe mich daraufhin ins Privatleben zurückgezogen, weil ich einfach nichts zu tun hatte hier, nebst Therapie und allem drum und dran, habe ich halt angefangen, mein Hobby auszubauen. Mein Hobby war immer schon Computerspiele spielen. Dann habe ich angefangen, sie aufzunehmen. Danke nochmal an die ersten, die damals dabei waren, Moorgeist und Familie unter anderem. Das war also quasi das erste Jahr oder so, 2017, habe ich jeden Tag eine Folge rausgebracht für im Prinzip 3 Zuschauer. Das ist nie mehr geworden. Und irgendwann ist es dann ein bisschen mehr geworden tatsächlich, im Laufe der Zeit. Lag auch daran, dass verschiedene Projekte dabei waren, die einfach Leute angelockt haben. Im Augenblick läuft vor allen Dingen richtig gut die ganzen DSA-Projekte. Da sehe ich, da sind die Aufrufzahlen immer hoch. Das finde ich sehr schön, dass da so viele Leute Spaß haben mit Schatten über Riva, mit der Schicksalsklinge, mit der Nordland-Trilogie insgesamt, mit Drakensang. Das ist richtig toll. Das gefällt mir richtig gut, dass das so gut ankommt. Und freut mich enorm, dass das vor allen Dingen bei mir gesehen wird. Ja, und im Laufe der Zeit ist irgendwie so... Aber wo ist... Nein, ich bin noch nicht am... richtigen Ort, richtig. Im Laufe der Zeit ist so ein bisschen mein Leben in der Bank auch für mich in Vergessenheit geraten. Allerdings, die sitzen in der Luft, die Grauhabicht. Allerdings, ich habe niemals gekündigt oder so. Ich wurde niemals entlassen. Dieser Vertrag wurde nur ruhend gestellt. Das heißt, ich war all die Jahre immer noch Angestellter bei der Bank. Und habe auch regelmäßig eine Weihnachtspost von der Bank bekommen und so weiter und so fort. Und ich hatte auch immer noch... Ich bin nicht die Einzige, die Verderber jagt. Nee. Ich hatte auch immer noch reichlich Kontakt zu ehemaligen Kollegen von da und das war auch immer ganz schön, weil irgendwie da so intensiv mit drin gehangen, dass es nicht verwunderlich ist, dass man da immer noch Interesse hat an den Dingen, die da so geschehen. Insofern hatte ich immer noch Kontakt. Und ja. Was soll ich sagen, wenn ich schon letztes Mal gesagt habe, ich bin dann im Büro, dann bedeutet das nichts weniger, als dass eben das wieder eintreten wird. Dass ich eine Arbeit bei der Bank wieder aufnehmen werde. Nicht in Vollzeit. Ich weiß bis heute, werde nicht in Vollzeit arbeiten können. Schaffe ich nicht. Körperlich nicht, geistig nicht. Dafür bin ich definitiv nicht mehr fit genug. Die Sache endet hier. Jupp. Hab ich dich nicht erwischt? Wow, weißt du was?
Na nö. Müsste man nur noch treffen, ne? Keine Munition mehr? Ah. So, der hat doch bestimmt wieder hier bearbeitete Metallblöcke mit dabei, ne? Nein, gar nicht. Hat er nicht? Okay. Oh, das stinkt. Verderberblut, da war's. Hier waren mehrere Verderber gleich, die hier rumgelegen haben und offensichtlich ausgeschlachtet wurden von den Maschinen. Gut. Gut, wo bin ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass das jemals wieder so weit kommt, dass ich sage, hey, ich gehe wieder zurück zur Bank. Aber ja, ihr habt alle mitbekommen, was die letzten 7 Jahre so passiert ist. Kümmert vor allen Dingen in den letzten, eure Sachen. In den letzten 4 Jahren, glaube ich, hat sich das nochmal massiv verdeutlicht. Ihr wisst, wie das ist, wenn der Stromanbieter schreibt und sagt, hey, dein Strom, der ist jetzt übrigens doppelt so teuer. Einfach so. Hey, hallo? Hab ich dir das erlaubt? Ich glaube, ich habe aus Versehen meine Maschine erwischt, ne? Deswegen hat die mich gerade angegriffen. Naja, sei es drum. nun. Ihr wisst alle, wie das ist. Der Stromanbieter schreibt, ja, Strom ist mal eben doppelt so teuer wie vorher. Dann kommt noch irgendwie der Vermieter oder die Mietgesellschaft und sagt, ah, die Miete erhöht sich mal um ein Drittel. Und man fragt so, ja, warum denn? Ja, alles wird teurer. Okay, alles klar. Ja, Heizung wird auch teurer. Ja, alles teurer. Und wenn du zum Supermarkt gehst, vor 5 Jahren erinnere ich mich, da konnte ich die Sachen, die ich gekauft habe, ungefähr für 40 Euro bezahlen. Wenn ich das gleiche heute in den Einkaufswagen lege, dann bin ich ungefähr bei 70 Euro, 75 Euro. Und wundere mich. Wie? Warum? Und teilweise sind die Packungen noch kleiner geworden. Dass man kriegt eigentlich noch weniger für noch mehr Geld, das man ausgeben muss. Und im gleichen Atemzug hat sich die Rente, die ich bekomme, erhöht um exakt, ich glaube, ich hatte es ausgerechnet, 17,20 Euro. Ich nehme mich lieber mit. Innerhalb der letzten 4 Jahre, wo sich die Kosten für alles fast verdoppelt haben, habe ich 17 Euro mehr Rente bekommen. Und mir wurde gesagt, damit musst du klarkommen. Und klar, wir hatten Patreon, wir hatten die Einnahmen über Twitch. Aber ich habe mir eigentlich immer sehr fest vorgenommen, dass diese Einnahmen ausschließlich darin investiert werden, die Dinge zu finanzieren, die ich für den Stream und für YouTube machen möchte. Das heißt, neue Spiele kaufen, die ich streamen oder die ich streamen oder auf YouTube hochladen möchte, oder eben Equipment zu kaufen, mit dem ich das entsprechend gewährleisten kann. Die neue Grafikkarte damals zum Beispiel. Da war ich sehr froh, dass Patreon da war, weil ich von dem Geld eben die neue Grafikkarte bezahlen konnte, weil sonst eben nichts mehr möglich gewesen wäre. Einige andere PC-Erweiterungen, beziehungsweise nicht Erweiterungen, aber na, so Sachen, die man ersetzen muss, mal wieder eine neue Festplatte reinhauen, weil die alte langsam den Geist aufgibt. Das konnten wir alles, oder das konnte ich alles mit Patreon und mit Twitch machen. Und das lief eigentlich auch ganz gut, nur ich merke, innerhalb des letzten Jahres, wo alles nochmal teurer geworden ist irgendwie. Und ich nicht mal verstehe, warum. Ich finde keine sinnvolle Erklärung dafür, außer Gier. Ich finde keine Erklärung dafür, außer dass alle, die die Möglichkeit dazu haben, irgendwie sagen, naja, das, was wir anbieten, kostet jetzt einfach das Doppelte. Ja, es gibt keinen Grund. Das haben wir einfach so entschieden. Bitte. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da kann ich wahrscheinlich auch nochmal einen ganzen Stream über debattieren drüber. Insofern, ja, also die Überlegung war schon eine ganze Weile da, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich das Geld, das über Patreon und Twitch reinkommt, mittlerweile zum Überleben brauche und nicht mehr investieren kann in den Stream, oder beziehungsweise den Stream ist schon lange nicht mehr, in YouTube,
Da war mir relativ bewusst, dass das so nicht mehr lange weitergehen kann. Und habe dann schon damals, also vor 4-5 Monaten, ist die Idee das erste Mal wirklich spruchreif geworden oder der Gedanke spruchreif geworden. Ich sage, ich lasse mal meine Kontakte ein bisschen spielen und gucke mal, wie es aussieht in der Bank mit einer Stelle für 3 Stunden. Weil da die Bezahlung, ne, mein Gehalt von damals wird ja nicht reduziert oder so, es wird ja einfach nur dann auf 3 Stunden angepasst. Und das, da ist schwer dran zu kommen mit keinem anderen Job würde ich an dieses Gehalt rankommen. Das ist, und ja, da ist die Verlockung natürlich schon sehr groß, dass man sagen kann, hey, ich kann endlich mal wieder atmen. Ich kann mal wieder nicht mir jeden Tag Sorgen machen und Angst haben. Jetzt reden wir aber erstmal mit ihm hier. Er hat bestimmt noch einen weiteren Auftrag. Und, riechst du das Blut auch von Weitem? Es stinkt. Das Beste muss nicht das Süßeste sein, Jägerin. In den Dschungeln des Juwels wächst eine Frucht. Sie riecht nach Verwesung. Probier sie mal. Honig auf der Zunge. Nein, das ist widerlich. Ach. Diese Verderber gehörten nie zur Herde. Sie krochen aus der Wüste und aus Rost, aus Knochen alter Maschinen. Krankheiten verbreiten, so kamen sie. Kaltes Metall wird heiß, verbiegt sich vor Dornen und Stichen. Ein Feuer des Gehorsams. Meine Ohren kribbeln und aus meinem Mund fällt ein Barren heraus, geprägt mit Zeichen und Linien. Hinweise, Anweisungen, eine Maschine zu brechen. Ich hörte den Schrei des Metallsjägerin. Ich lasse den Barren liegen. Wir sollten das nicht wissen. Verderber nach Verderber, sie zertrampeln ihn in ihrer Gier. So arbeiten sie ungefähr. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch nicht, Jägerin. Nur das Blut weiß es. Bin ich der Sänger oder das Lied? Ich weiß nicht, was du bist. Besser, du ruhst dich aus. Keine Rast, wenn unbekannte Reisen warten. Kennst du die versteckten Maschinen, die Menschen jagen, tief im Dschungel? Mhm. Pirscher? Ja, die kenne ich. Oh, Pirscherblut jetzt? Klar, wieso nicht? Ja, kann das... Ja, natürlich, die Verderber gehörten niemals zur Herde. Die Verderber sind ein Relikt aus der Vorzeit. Die Verderber waren nicht Teil von Gaias Maschinenproduktion. Die Verderber waren ein Konstrukt von Pharaoh. Oh je. Das ist ein weiter Weg. Dann nehme ich mal eben die Abkürzung. Nun ja, zum Thema. Zurück. Wir jagen jetzt einen Pirscher und bringen ihm das Blut. Aber ja, ich bin dann mehrere Male zur Bank gefahren und habe Gespräche geführt mit Kollegen, mit Leuten, die ich noch kannte, mit dem Betriebsrat und so weiter und so fort bezüglich Rückkehr und was man machen kann. Das war alles ein bisschen ein komplizierterer Prozess, weil ich natürlich auch was finden wollte oder ne, was machen möchte, wo ich auch wirklich unterstützen kann mit den Fähigkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Aber Projektmanagement war halt einfach keine Option mehr. Nicht nach 7 Jahren und schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass ich überzeugt bin, dass ich innerhalb kürzester Zeit wieder in so ein Workflow reinrutschen würde, in dem ich einfach den ganzen Tag nur an die Arbeit denken würde, weil ich kenne mich, ich übertreibe gerne, das bringt nicht so viel. Und wir haben tatsächlich eine Stelle gefunden und ich bin sehr, sehr glücklich über diese Stelle. Ich habe mir die schon sehr genau angeguckt, mit den Kollegen schon gesprochen, mit der Chefin schon gesprochen. Und mittlerweile freue ich mich sehr darauf, diese Herausforderung annehmen zu können. Da geht es hauptsächlich um Programmieren und Überwachen von automatisierten Prozessen. Das ist auch so ein bisschen mein Interessengebiet im Augenblick. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Was das so trifft, da wartet doch im Prinzip schon jemand auf uns, oder? Wir müssen nur die Falle auslösen. Und ja, in Kürze werde ich wieder ins Büro zurückkehren und da jeden Tag im Büro meine Arbeit machen. Jetzt,
nicht funktioniert damals? Ich hab's nicht getroffen richtig, ne? Hat es nicht ausgelöst? Jetzt hat's ausgelöst. Hi. Ah, das sind gleich zwei. Ja, das ist ja wunderschön. Wieso? Mit dem aufgeladenen Schuss macht es deutlich mehr Sinn, direkt drei Pfeile aufzuziehen, weil man dadurch natürlich nochmal einen richtig krassen Schaden zusätzlich macht. Das sollte genug Blut sein. Die Dinger sind schwer zu fangen. Ja, das stimmt. Wobei, das ging jetzt erstaunlich simpel. Vergleichsweise. Mag aber auch daran liegen, dass wir natürlich jetzt die Waffen aus dem Banu-Gebiet haben. Juti, wir haben Blut für ihn. Das ist gut. Blut ist gut. Er will bestimmt noch mehr Blut haben. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, oder? Entweder will er von so einem Todbringer das Blut haben. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wie wir das beschaffen sollen. Also. Sie haben viele Tricks drauf. Man muss nicht sehen, was man riecht. Ihr Blut ist scharf, Jägerin. Stechend. Ah, als ich es das letzte Mal trank, hieß es, ich schlief wie ein Toter und schwitze dunkles Öl. Na gut, stirb bitte nicht. Ein Pirscher. Er sieht uns. Wir sehen ihn. In roten Augen glaubte ich, uns zu erkennen. Nein, sie waren trüb und starr. Starr auf ein Ziel ihrer Maschinenmütter gerichtet. Sie plündern. Sie weichen nicht. Wildnis ist ihnen egal. Sie sind endgültig. Sie sind Waffen, mehr nicht. Mein Herz pocht. Warum solltest du die Axt verstehen wollen, wenn sie doch gleich deinen Schädel spaltet? Nein, 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 da ist mehr. Die Axt weiß nichts von ihrer Herkunft. Diese Maschinen aber schon. Sie schmachten nach der Metallwelt. Es ist schwierig, dich einzuordnen. Dann öffne meinen Mund und schau hinein. Eine Höhle der Echos und Erinnerungen, doch nicht meinen. Also, du bist echt hart, das steht fest. Besonders dein Inneres. Ich trank zuerst von der Quelle eines gefallenen Donnerkiefers. Die Kabel kreischten laut wie Wasservögel. Aber diese Riesen schaffst du mit links. Appellierst du an meinen Stolz? Nein. Unumgänglichkeit, Jägerin. Das Beben ihres Laufs. Fühlst du es? Wie es dich in den Osten zieht? Also jetzt dein Donnerkiefer, hm? Natürlich. Ja, das war absehbar, dass die Herausforderungen da immer größer werden. Wo ist denn der Donnerkiefer? Da hinten irgendwo, ne? Ist gar nicht weit weg, der ist hier quasi um die Ecke. Na komm, wir machen es auf den Weg. Nun, ja. Während wir den Donnerkiefer jagen gehen. Ja, ich werde also wieder im Büro sein, eine neue Stelle annehmen. Ihr wisst, ich habe mit der Rente, das ist ja alles ein bisschen kompliziertes Verfahren, ich bekomme ja volle Erwerbsminderungsrente, darf also ausschließlich, darf maximal 3 Stunden am Tag arbeiten. Das ist tatsächlich bei dem, nachdem was ich so gemerkt habe, auch das Maximum, was ich schaffe im Augenblick. Vielleicht wird das irgendwann mal mehr werden. Ich weiß es nicht. Aber im Augenblick bin ich nach 3 Stunden fertig.
Und das war ich tatsächlich auch schon, wenn wir gestreamt haben. Obwohl Streamen ja eigentlich für mich eine echt schöne Angelegenheit ist und mir auch sehr viel Spaß macht. Aber nach 3 Stunden habe ich gemerkt, ich bin einfach geistig durch. Und ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass es zwischenzeitlich immer mal schwierigere Phasen gab und ich leider sehr schnell erschöpft bin nach getaner Arbeit. Und teilweise auch meine Ruhephasen braucht. Das heißt, ich weiß, ich bin nicht so belastbar wie viele, viele andere Menschen. Das kriege ich einfach nicht gebacken. Und das ist okay. Ist halt einfach so. Es ist nichts Schlimmes, es ist keine Schande, kein Stigma. Insofern habe ich immer versucht, mir meine Kraft da so ein bisschen einzuteilen und habe dann geguckt, dass ich nach der Aufnahme vorgestern zum Beispiel, die 2,5 Stunden Aufnahme, ich habe mich erstmal hingelegt. Ich war platt und habe für den Rest des Abends nichts mehr auf die Reihe bekommen. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich war einfach platt. Immer noch auf der Suche nach uns. Ja, worauf will ich hinaus? Ich werde 5 Tage die Woche im Büro sein. 3 Stunden lang. Und werde ungefähr von der Fahrzeit her, wie das jetzt die letzten Male gewesen ist, so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Fahrzeit, also jeweils 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück ungefähr. Also ich werde am Tag 5 Stunden außer Haus sein und ich weiß, ich werde platt sein danach. Ich weiß, ich werde das schaffen, diese Arbeit zu erledigen und auch die Fahrten hin und her zu erledigen, aber ich werde danach sehr erschöpft sein. Das war ich jetzt die letzten Male schon, wann immer ich im Büro gewesen bin. Das bedeutet, erstens, der ein oder andere wird es vielleicht schon gemerkt haben, wer noch Abonnent auf Twitch war, die Twitch-Emojis, die man bekommt von meinem Kanal, wenn man Abonnent ist, die sind verschwunden. Oder die werden verschwinden in Kürze. Denn die Zusammenarbeit mit Twitch, den Affiliate-Vertrag, habe ich bereits aufgelöst. Yep. Und ab. Nein, das gibt's doch nicht. Du bist am Ende. Und ab. Das gibt's doch nicht. Das ist ja nur mit meiner Zielgenauigkeit los. Halleluja. Und den anderen da hinten, den haben wir zum Glück nicht aufgeschreckt dabei. Das kann auch gerne so bleiben. Ich habe keinen Bedarf, jetzt noch einen Kampf gegen den Donnerkiefer zu führen. Die sind trotz allem immer noch sehr herausfordernd. Ich glaube, das würde ihm gefallen, in dem Blut zu baden. Ja, jetzt ist er ein bisschen wütend. Jetzt hat er uns gesehen. Jetzt sollte mal überprüfen, was hier los ist. Alles cool. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Mhm. Ja. Also, der Affiliate-Vertrag mit Twitch ist schon fort. Auf Twitch ist der Kanal zwar noch da, aber das ist jetzt ein reiner, unmonetarisierter Vertrag. Und Patreon wird in Kürze ebenfalls aufgelöst. Mein Gewerbe, das ich angemeldet habe, um diese Gewinne zu versteuern, entsprechend. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ist bereits in Auflösung begriffen. Das heißt, alle diese Unterstützungsoptionen fallen weg.
Was ja auch Sinn macht, ne? Ich werde ja dann regulär Geld verdienen. Und zwar über den Bürojob. Das heißt aber auch, dass ich mich auf diesen Bürojob konzentrieren muss. Und dass ich für diesen Bürojob nicht nur konzentriert, sondern auch fit sein will und sein muss. Und das bedeutet, ich werde vielleicht an vielen, vielen Tagen nicht die Kraft haben und nicht die Energie haben, um Folgen aufzunehmen. Ich werde definitiv nicht aufhören. Um Gottes Willen. Es ist immer noch mein allerliebstes Hobby. Es ist immer noch eine Leidenschaft von mir, Spiele zu spielen, sie aufzunehmen und dabei endlos zu quatschen. Das werde ich nicht aufgeben können. Aber es wird weniger werden. Es wird weniger werden. Und das, ich will jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie eine Folge alle zwei Tage und die wird so und so lang. Ich werde mich da sowieso nicht dran halten können, das weiß ich. Ich muss das Tag für Tag, wenn ich von der Arbeit komme, es wird wahrscheinlich hauptsächlich morgens sein, dass ich im Büro bin, Tag für Tag, wenn ich von der Arbeit komme, entscheiden, wie, oh, ich bin falsch geritten, wie fit ich bin, ob ich aufnehmen kann, ob ich dafür gerade nicht fit bin. Es bringt euch ja auch nichts, wenn ich hier sitze und sage, okay, zurück zur Reise. Diese Maschinen passen gut auf. Ich laufe direkt in so einen komischen Kiefer rein. Wenn ich dann so geistig abwesend bin, weißt du? Das bringt ja keinem was, weil ich einfach platt bin. Huch, schön. So, ich glaube, ich konnte entkommen. Insofern kann ich nichts versprechen. Ich werde auch nichts versprechen. Ich sage, wie viele Folgen pro Woche kommen, wie lang die Folgen sein werden. Ich werde aufnehmen. Und zwar, wann immer ich erstens Kraft dazu habe und zweitens richtig Bock dazu habe. Ich werde Folgen rausbringen und wir werden auch Horizon Forbidden West spielen. Jetzt umso mehr, weil ich jetzt weiß, ich kann mir dieses Spiel kaufen. Ich muss nicht irgendwie, weiß ich nicht, meinen Bruder antexten und sagen, hey, kannst du mir mal kurz aushelfen, kannst du mir mal gerade das Spiel kaufen? Weil ich muss das, oder ich will das als Let's Play bringen. Das ist, ich weiß jetzt, ich kann das in Zukunft kaufen. Weil ich dazu die Möglichkeiten wieder habe. Und, aber es wird halt, es kann sein, dass vielleicht in einer Woche zwei Folgen rauskommen, 40 Minuten oder so. Es kann sein, dass in einer Woche sieben Folgen rauskommen, 50 Minuten. Es kann sein, dass in einer Woche eine Folge, 30 Minuten rauskommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nicht jetzt, das werde ich vielleicht besser beurteilen können, wenn es dann soweit ist. So, jetzt kriegt er erstmal sein Blut. Ich habe den Donnerkiefer für dich erlegt. Eigentlich wäre ich mit einer Geschichte dran. Ah, du trägst sie bei dir. Verbrennungen und Prellungen. Das Salz deines Schweißes. Da, auf deiner Haut. Die Metallflocken. Du meinst, es war ein harter Kampf? Wie scharfsinnig. Ah, die Zeichen, die du zeigtest, Jägerin. Doch jetzt, das Blut. Ich folgte roten Wegen durch das Grün. Donnerkiefer, schreitend mit der Majestät eines Gottes. Diese bösen Teile zum Töten gemacht. Das Ganze beschert Kindern nachts Albträume. Und ich erkenne, die Bestie ist jung. Sie hat nicht gesehen, wie die ersten Vögel auf Metallschädeln nisteten. Sie kam nur wegen uns, Jäger. Ich sah viele von alten und neuen Stämmen. Ich sah sogar dich dort, rothaarig, wild, entblößt. Was? Entblößt von Metall, Jägerin. Entblößt von dem, was wir ihnen nahmen, um stark zu sein, so wild wie sie. Wir bauten die Welt im Schatten der Maschinen, forderten sie heraus mit jedem Schlag des Hammers. Du glaubst etwas, eine Maschine, macht den Donnerkiefer unseretwegen? Wenn du schmeckst, was ich schmecke, denn im Blut steckt Wandel. Großer Wandel, es ist kälter als Banua, heißer als die Kaja-Sonne. Gibt es eine Maschine, von der du nicht getrunken hast? In den nördlichen Bergen, die Sturmvögel. Selbst die Luft, durch die sie fliegen, knistert vor Stärke und ihre Augen sehen alles. Oh, freu dich bloß nicht zu früh. Ich hole Sturmvogelblut. Vielleicht. Mal sehen.
Sie müssen wissen, wie der Orbit fließt, schwindet, zerfällt, vergeht und doch wieder mehr wird als nichts. Ja, aha. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Donnerkiefer gemacht wurden, weil wir oder weil die Stämme so gehandelt haben, wie die Stämme gehandelt haben. Viele von den Maschinen wurden von Hephaistos gemacht, weil er keinen Bock mehr darauf hatte, dass die Leute Maschinen gejagt haben. Zumindest habe ich das so verstanden. Das heißt, er hat angefangen, quasi Wächtermaschinen zu produzieren, die seine Konstrukte hier bewachen. Haben wir ja auch Wächter, zum Beispiel. Aber dann eben auch die etwas krasseren Maschinen. Ja gut. Aber woher weiß er? Warum kann er das sehen? Ich hatte gehofft, dass sie mich nicht entdecken. Dadurch, dass er das Blut trinkt. Aber das ist erstaunlich detailreich dafür, dass er einfach nur Maschinenöl trinkt wahrscheinlich. Schwer vorstellbar. Na gut. Nun gut, Donnerkiefer und Sturmvogel. Nicht Donnervogel und Sturmkiefer. Hatten wir ja schon mal. Ist auch nicht so weit entfernt. Ist da oben, ne? Ach, guck mal da. Im Norden. Ja, ja, klar. Hi. So. Ja, während wir da hinreiten, wie gesagt, ich kann nichts versprechen, ich werde nichts versprechen. Es kann eine Folge pro Woche kommen, es können 7 Folgen pro Woche kommen. Ich weiß es nicht, je nachdem, wie fit ich bin. Und ich weiß, es gibt andere Leute, die arbeiten Vollzeit. Die arbeiten 8 Stunden am Tag und streamen danach jeden Abend für 5 Stunden. Schaffe ich nicht. Kann ich einfach nicht. Kriege ich von der Energie nicht hin. Das muss ich einfach so offen sagen, aber das wisst ihr ja auch. Und ihr seid ja auch nie böse. Deswegen bin ich so glücklich mit euch. Dass ich hier niemanden habe, der sagt, boah, jetzt mach endlich mal, faule Socke. Das ist sehr, sehr angenehm. Das heißt, weitergehen wird es auf jeden Fall. Und wir gucken einfach mal, in welchem Umfang. Das nächste Spiel wird auf jeden Fall auch Horizon Forbidden West sein. Und da habe ich richtig Bock drauf und das will ich unbedingt erfahren, wie die Story da weitergeht. Ich weiß noch nicht genau, wann das dann soweit sein wird, wie weit wir hier noch voranschreiten müssen, wie viel hier noch kommt, aber natürlich halt dann direkt im Anschluss nach Möglichkeit. Und alle, die im Laufe der Zeit mal supportet haben, auf die ein oder andere Art und Weise, sei es durch Patreon, sei es durch lange Mitgliedschaften auf Twitch, sei es einfach durch im Discord mit dabei sein und Teil dieser fuchschen Familie geworden zu sein. Die werden auch weiterhin hier am Ende jedes Videos als Supporter aufgeführt. Zwar nicht mehr als Patreon-Supporter dann, weil das wird nicht mehr möglich sein, aber als Fuchs-Supporter, denn ihr habt mich supportet. Emotional und einfach seelisch, weil ihr da wart, weil ihr ein essentieller Bestandteil all dessen wart, was diesen Kanal hier ausgemacht hat und auch mein Leben in diesen 7 Jahren und ihr hoffentlich auch in Zukunft da sein werdet. Hi. Wenn wir weitere Projekte angehen, wenn wir neue Spiele spielen, wenn wir vielleicht auch mal wieder dazu kommen zu streamen. Das wäre auch noch so eine Sache, die ich gerne mal wieder angehen würde. Irgendwann mal so am Wochenende zur Entspannung einfach. Weil dann steckt auch halt einfach nichts mehr dahinter. Weißt du, ich hätte immer so ein bisschen das Gefühl, wer auf Twitch subscribed, der erwartet natürlich auch ein konstantes, immer wiederkehrendes und unterhaltsames Programm. Hab mich da selber sehr unter Druck gesetzt, immer. Das habe ich ja auf YouTube auch. Und mich da immer so ein bisschen unter Druck gesetzt, selber. Das passiert mir heute zum Glück nicht mehr. Und deswegen ist das für mich dann auch in Zukunft so, dass wenn ich am Wochenende vielleicht sage, so, ich habe um 12 Uhr einfach Bock zu streamen. Ja, dann mache ich vielleicht einfach mal den Stream an. Für ein Stündchen oder so, weiß ich nicht. Es wird also wieder zurückkehren zu dem Hobby, zu dem reinen Hobby, das es mal gewesen ist. Und ich mir selber, weil von euch kam niemals Druck, das weiß ich. Weil ich mir selber diesen Druck nicht mehr machen werde, dass ich mir denke, hey, da gibt es Leute, die supporten dich finanziell. Und ich will das gewährleisten, dass da auch was für zurückkommen von mir. So.
Der dritte, habe ich schon einen zweiten, der zweite positive Aspekt wird auf jeden Fall sein, dass ich meinen PC reparieren kann. Der ist nämlich schon seit geraumer Zeit, macht der sehr starke Zicken. Oh, da habe ich zu lange geschossen. Na, kommst du zu mir? Ich weiß, ihn mit Energie anzugreifen ist nicht unbedingt die klügste Variante. Wo ist er jetzt hin? Hallo? Oh, da bist du gelandet. Hier sind noch mehr, oder? Sind hier noch andere Maschinen? Können Sie auch immer wieder runterkommen. Was? Kein einziger hat getroffen? Ah, der ist zu weit weg, oder? Er ist zu weit weg. Hallo. Bin hier. Wo willst du hin? Hallo. Natürlich landet er da oben auf dem Berg, wo ich nicht so leicht hinkomme. Ich würde gerade sagen, sag mir bitte, dass es einen Weg hier rauf gibt. Ich habe den jetzt nicht irgendwo getötet, wo ich gar nicht drankomme. Güte. Ja, ich freue mich darauf, meinen PC wieder reparieren zu können. Der ist ja mittlerweile auch. Eine mächtige Flüssigkeit. Brennt an den Fingern, aber nicht so wie die Verderbnis. Der ist ja mittlerweile auch 12 Jahre alt, der Gute hier. Ich habe zwar zwischenzeitlich immer mal wieder einzelne Teile ausgetauscht, aber er hat natürlich seine Jahre auf dem Buckel und man merkt es ihm langsam an. Er macht sehr starke Zicken. Und macht mir sehr große Sorgen. Das Mikrofon, in das ich hier gerade reinspreche, macht sehr starke Zicken. Ich krieg's zwar immer wieder zum Laufen, meine Kamera ist schon länger über den Jordan. Ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, da irgendwie mal irgendwas zu investieren oder zu ersetzen. Auch das wird sich in Zukunft dann hoffentlich ändern. So. Ach, vielleicht habe ich dir zu oft zugehört. Ich kann fast die Blitze darin spüren. Und der Geschmack. Oh, Metall, das an einem Wetzstein Funken schlägt. Schwelend. Hier, führ es an deine Zunge und... Nein, das ist dein Ding. Nicht meins. Du wirkst bestürzt. Bist du okay? Ich muss gehen. Und du auch. Ohne Geschichte? Das war ein Sturmvogel.
Ganz recht. Du bist sehr tüchtig und du hast recht. Gesagt ist gesagt. Aber nichts Vergangenes mehr. Alles vorbei. Alles erzählt. Zukünftiges. Ich sah einen kommenden Sturm. Die Zukunft ist hungrig. Nach Mensch und Maschine. Sie verschlingt mich, schätze ich. Uns alle. Genug der Jagd, genug Visionen. Ich fliehe, jage die Sonne zum verbotenen Westen. Ich verstehe nicht. Naja, ich verstehe dich sowieso nicht, aber sagst du, wir sollten die Zukunft fürchten? Oh, ja! Dschungel in Flammen! Maschinenblaues Licht, sterbend im Wirbel der Asche! Du, gefallen, weiß wie der Schnee, mit starren Augen. Die Metallwelt, doch nicht die, die ich suchte. Die Zukunft ist ein Schreckenstraum, Jägerin. Mein Name ist Aloy. Ich mag dich ganz gern. Mit deinen Kuriositäten und Zweifeln. Wenn du den Sturm überstehst, suche nach mir. Das wäre schön. Wo? Im Westen? Im Sturm? In Träumen. Ja. Etwas für Kenner. Er hat gesagt, er geht in den verbotenen Westen. Sehen wir ihn im nächsten Teil wieder? Sehen wir ihn wieder, gibt er uns noch ein paar Prophezeiungen. Und ja, wir sollten die Zukunft fürchten, noch zumindest, denn Hades ist noch da draußen und ich weiß gar nicht, was passieren wird. Ob wir ihn jetzt letztlich besiegen? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht vertreiben, das könnte noch eine Sache sein. Grofili, vielen, vielen Dank für den Hinweis zu dieser Quest. Ohne dich hätte ich die hier mit Sicherheit nicht gefunden. Und uns fehlt noch genau ein Erfahrungspunkt oder ein Fertigkeitspunkt, um auch hier alles zu vervollständigen. Wir haben natürlich noch aus der Schmiede offen. Das wird nochmal interessant werden da oben. Da werde ich... Ach, guck mal, einer ist direkt hier. Halleluja. Ich gehe mal gerade schon mal hier hin, so. Einfach das Maschinenöl gesüppelt. Ich glaub's ja nicht. Und er hat's überlebt? Naja, gut. Ja, ich hoffe, ich konnte einigermaßen darlegen, wie die Situation gerade ist, warum es zu den Ausfällen gekommen ist, wie die Situation in Zukunft aussehen wird. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse deswegen. Ich werde trotzdem weitermachen. Auch wenn ihr mir böse seid. Aber ich glaube nicht, dass ihr das tun werdet. Moment, da ist auch noch eine Quest offen. Guck mal da. Es wird halt einfach nur anders werden. Aber anders heißt ja nicht immer schlechter. Inatut. Unsere Gesetze binden uns. Der Draht bindet dich. Du bist des Mordes schuldig. Und wir müssen dich verstoßen. Aus dem Verak. Unserem Schutz, unseren Liedern. Mein Häuptling, Kopilai, bin ich nicht euer bester Kämpfer? Habt ihr mir nicht einst diesen Zahn ausgeschlagen? Sag, wie oft habe ich dich schon vor Gefahren bewahrt und dein Verhalten entschuldigt? Du bist der Beste. Doch der Schamane hat entschieden. Erwarte das Exil und bedenke deine Tat. Ein Kräftemessen? Wer würde eine Herausforderung eines Fremden ablehnen? Ich nicht! Aber ich bin kein Mörder. Still, still. Erzähl deine Geschichte dem Eis. Was ist hier los? Du hast jetzt Arataks Amt? Das habe ich. Den Kampf hätte ich gern gesehen. Es heißt, du seist ein Mörder. Vielleicht stimmt das.
Wenn selbst mein Häuptling es glaubt, wird's wohl stimmen. Das sehe ich allerdings anders. Erzähl, was geschehen ist. Ich kämpfte mit einem Kaja-Jäger, der mich herausforderte. So viel ist wahr. Er war stark und verdammt schnell. Und wir schlugen uns. Ehrliche Schläge. Harte Schläge. Und auf einmal sah ich dann graues Morgenlicht. Neben mir lag der Kaja mit gespaltenem Schädel. Doch das geschah nicht durch meine Hand. Sollte dich denn Verak nicht unterstützen? Oder dir wenigstens Glauben schenken? Wenn es in unserem Verak Streit gab, war ich die Lösung. Um für die Ehre zu kämpfen und zu siegen, riefen sie mich. Oder wenn sie zum Schein einen Verlierer brauchten. Auch das tat ich schon. Doch wenn ein Fremder unehrenhaft stirbt, bin ich plötzlich der Schuldige. Ich bin die Schande meines Veraks. Sie wollen keinen Streit mit den Kaja und opfern dafür dich. Das ist meine Rolle. Alle wissen also, dass du mit ihm gekämpft hast. Natürlich. Für Ehre kämpfe ich mit jedem. Ich würde auch jetzt am liebsten kämpfen, um mich zu beweisen. Ich glaube, das wäre nicht hilfreich. So bin ich eben. Jeder im Verak hat eine Gabe. Ich kämpfe. Niemand hier kann mehr Schläge einstecken als ich. Zumindest bis jetzt. Ich war zu betrunken. Wir waren am Rangeln. Er traf meine Ohren. Ich schlug noch einmal zu, als ich fiel. Aber es war nicht tödlich. Auf keinen Fall. Und als Strafe verstoßen sie dich aus dem Verak? Aus der Wärme. Bring mich an die Hänge des Wolkenspeers, nackt und völlig ungeschützt. Wie grausam. Überlebe ich, ist das ein Freispruch. Das ist das Gesetz, danach richten wir uns. Trotzdem grausam. Ich bin nicht dumm. Es sieht eher schlecht für mich aus. Der Berg ist im Vorteil. Ich bin ehrlich. Es spricht nicht viel für dich, Inatut. Das sagst nicht nur du. Wo fand der Kampf statt? Auf einer Lichtung, direkt vor dem Lager der Kaja-Fremden. Sprich bitte mit ihnen. Mir hören sie nicht zu. Sie sagen, es war sonst niemand dort, außer mir und dem Toten. Der Schamane befragte die Zeichen im Schnee und stimmte zu. Mal sehen, was ich herausfinde. Ich komme zurück. Ich warte hier. Was soll ich auch sonst machen, bis das Horn mein Exil einläutet? Grenzjustiz. Na, wie gut, dass wir da noch vorbeigeschneit sind. Na, da werden wir mal nachfragen gehen. Aber das machen wir, wenn ich so auf die Zeit gucke, in der nächsten Folge, glaube ich. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Du trägst Arataks Stolz, aber wir sind nicht gleich. Gut, dass das geklärt ist. Ich habe mit Inatut gesprochen. Du bist eine Fremde. Das ist unsere Sache, nicht deine. Wenn er fälschlich beschuldigt wird, geht das jeden was an. Er leidet. Mein Verak leidet darunter. Es ist meine Aufgabe, dies zu beenden. Mein Häuptling will Gerechtigkeit. Wenn wir ihn zum Wolkenspeer bringen, wird das Eis über ihn richten. Selbst die Kaja werden zustimmen. Ihr habt nur Schiss. Inatuts Lied ist nicht sehr kompliziert. Und die Lösung ist auch einfach. Ja, natürlich. Alles total einfach. In diesem Sinne, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Vielen, vielen Dank an all die Supporter, die im Laufe der Zeit dabei waren. Es ist jetzt nicht so, dass es morgen sofort sich ändert, aber zum November hin. Es ist auch nicht mehr so lange hin. Insofern bin zuversichtlich, dass wir Horizon Zero Dawn sinnvoll zu Ende bekommen, ohne große Unterbrechungen noch. Bei Horizon Forbidden West weiß ich es dann schon nicht mehr. Gucken wir mal. Und ich bleibe erhalten, ich hoffe, ihr bleibt erhalten. Und in Zukunft liegen noch einige schöne Projekte vor uns. Eine Sache, der ich mich vermutlich auch dann... Ich kündige jetzt mal nichts an. Sondern, ich werde Dinge tun, sofern ich Kraft und Energie dafür habe. Ja, jetzt würde ich mich wahrscheinlich noch tausendmal wiederholen, weil ich noch die ganze Zeit drüber nachdenke, ob ich was vergessen habe, was ich noch erzählen wollte, aber ich glaube, ich habe alles erzählt und alles erklärt. Ich werde das Ganze nochmal versuchen zusammenzufassen und auch ins Discord zu setzen und ins YouTube-Community-Tab, damit vielleicht auch diejenigen, die diese Folge nicht gesehen haben, darüber informiert sind, was anliegt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.
Tschüss.